Hallo, heute habe ich ein herzhaftes, leckeres Gericht für euch. Und zwar mache ich ganz einfach einen Börek aus fertigen Jufka-Blättern mit einer Käsespinatfüllung. Diesen Börek mache ich wirklich sehr oft bei uns zu Hause, weil er uns einfach richtig gut schmeckt und auch sehr schnell zubereitet wird. An Zutaten benötigt man dafür ca. 500 Gramm Spinat, die habe ich bereits gewaschen und abgetropft, eine Packung Jufka-Blätter, in diesem Fall wiegen die Blätter insgesamt 500 Gramm und das sind genau 4 Stück. Dann benötige ich noch 300 Gramm Joghurt. Ich habe hier einen stichfesten 10%igen Joghurt, der ist allerdings keine Pflicht, es geht auch ein eher flüssiger Joghurt. Ich werde meine Soße sogar mit etwas Wasser oder Milch verflüssigen müssen. Dann benötige ich 500 Gramm Weichkäse, 50 ml Öl, 2 Eier, einige Zwiebeln, ich nehme hier diesmal 4 Stück und dann noch nach Bedarf Salz. Zunächst bereite ich die Füllung vor, da sie erst einmal auskühlen muss. Dazu schäle ich die Zwiebeln und schneide sie in Würfel. Die Zwiebelwürfel können dabei auch etwas gröber bleiben und müssen nicht fein sein. Für Joghurtsoße gebe ich den Joghurt, das Öl und die Eier in eine Schüssel hinein und vermische alle Zutaten miteinander. Zu der Mischung gebe ich noch ca. einen halben Teelöffel Salz dazu. Wenn man einen sehr salzigen Käse gewählt hat, muss man etwas vorsichtig sein mit dem Salz. Wie zuvor erwähnt, muss ich die Mischung etwas noch verflüssigen. Ich verwende hierzu ca. 75 ml Wasser. Milch könnte man aber auch verwenden. Dann schneide ich bzw. rupfe ich mir meinen Spinat etwas kleiner. Alternativ zu Spinat kann man zum Beispiel auch Mangold nehmen, der meiner Meinung nach viel aromatischer und würziger schmeckt. In einer großen Pfanne erhitze ich ca. 3 Esslöffel Olivenöl und brate darin die Zwiebeln an. Dazu gebe ich dann den Spinat und lasse ihn zusammenfallen. Da der Käse, den ich gewählt habe, nicht so salzig ist, würze ich hier den Spinat etwa mit einem Teelöffel Salz. Nachdem der Spinat weich geworden ist, schalte ich den Herd aus und lasse den Spinat auskühlen. Danach wird der Käse hineingebröselt und alles gut zusammengemischt. Damit ich alle Blätter gleichmäßig belegen kann, teile ich mir meine Füllung gerne in 4 gleich große Portionen ein. Den Backofen heize ich auf 180 Grad Heißluft bzw. 200 Grad Ober- und Unterhitze ein. Ich backe meinen Börek in einem Backblech in Standardgröße und lege es mir zunächst mit Backpapier aus. Dann entnehme ich aus der Verpackung einzeln die Jufka-Blätter heraus und bestreiche sie großzügig mit der Joghurtmischung. Die noch nicht verwendeten Blätter am besten so lange weiterhin in der Verpackung lassen oder mit einem Tuch abdecken, da Jufka-Blätter schnell trocken werden können. Auf die Jufka-Blätter gebe ich eine der Spinatportionen und verteile sie mit den Händen, so geht es am einfachsten. Die Füllung sieht so vielleicht sehr wenig aus, die Blätter werden aber aufgerollt und so habe ich auf jeder Schicht etwas Füllung drin.
Die aufgerollten Blätter lege ich dann aufs Backblech und verfahre mit allen Blättern genauso. Falls man übrigens eine Jufka-Packung gekauft hat, in dem 5 oder sogar 6 Blätter drin sind, kann man die Blätter etwas fester aufrollen und kriegt sie alle zusammen in so ein Backblech auch locker rein. In diesem Fall würde ich allerdings etwas mehr Füllung nehmen. Mein Börek wird mit nur 4 Blättern, diesmal etwas flacher. Nachdem alle Blätter gefüllt und aufgerollt sind, gebe ich die restliche Soße über den Börek und verteile sie gleichmäßig. Danach kommt der Börek in den vorgeheizten Backofen für ca. 40 Minuten und sieht im Anschluss dann so aus. Wie man hier sieht, backt mein Backofen nicht sehr gleichmäßig. Rechts ist der Teig etwas dunkler geworden als auf der linken Seite. Den Börek nehme ich zum Schneiden aus dem Backblech raus und schneide ihn in mehrere Portionen. Wir essen unseren Börek sehr gerne mit eiskaltem Ayran. Und falls bis morgen noch was übrig bleibt, auch zum Frühstück mit einem heißen schwarzen Tee. Ich wünsche euch viel Spaß eventuell beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!